hier die Webseite des bmbf.de. Angeblich handelt es sich hier erst um Sondierungsstudien zum Climate Engineering. Hier die eben gesehene Grafik in Großdarstellung. Für alle, die sagen, es gibt keine Chemtrails, sollten dann mal schauen, was sie hier sehen. Ein Flugzeug, was Chemtrails ausstößt. Neben vielen anderen Dingen. Das Stoppschild scheint ja sehr beliebt zu sein. Hier sehen wir es auch wieder. Risiken und ungeklärte Fragen. Was ich vermisse, ist die Frage, welche Gesundheitsschäden verursacht das beim Menschen? Wie werden die Böden, die Ackerböden kontaminiert? Und was ist mit unserem Grundwasser? Da ich nicht das Rad zweimal erfinden will, möchte ich auf dieses Video von Conrebi verweisen, welches sehr informativ ist. Ich werde den Link dazu auch bei diesem Video mit einstellen. Um ein halbes Grad Celsius ab. Und das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Zwar behaupten die Befürworter, in so großer Höhe sei die Lebensdauer des Gases zu kurz für ein Absinken auf die Erdoberfläche. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Umschichtungen in der Atmosphäre könnten für eine böse Überraschung sorgen. Die Zusammensetzung der Chemtrails sieht vermutlich so aus. Ob das alles stimmt, kann ich nicht sagen, aber es ist nicht die erste Webseite, auf der ich das gelesen habe. In diesem Falle ist es die Webseite von sommerzeitlose.wordpress.com. Wer möchte, kann da halt nachschauen. Natürlich gibt es auch bei kulissenriss.eu die Nachweise, dass es Chemtrails gibt. Ich sammle seit fast 2 Jahren und es ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ich gebe eine ganz kurze Übersicht darüber, was du auf der Seite Chemtrails findest. Du kannst sehen, dass sogar der WWF für Chemtrails wirbt. Du findest auch Videos, die erstmal erläutern, wann es sich um ein Chemtrail oder um ein Contrail, also einen normalen Kondensstreifen, handelt. Sehr bekannt und auch sehr empfehlenswert ist die Dokumentation "Was in aller Welt sprühen die da?" Unbedingt anschauen. Ebenfalls sehr interessant und ein Muss für jeden, der sich gut informieren möchte, ist Aerosol Crimes in Deutsch und in voller Länge. Kannst du auf meinem Blog auch dir anschauen. Nun, das dürfte keine Überraschung sein, dass auch deutsche Militärmaschinen Chemtrails erzeugen. Herr Kachelmann verbreitet ja derzeit sehr viele Desinformationen und meint, dass ungefähr 80% aller Chemtrail
Fanatiker, Anhänger oder Gläubigen, dass es Nazis sind. 80%, toll. Und er gibt auch eine ziemlich merkwürdige Erklärung dazu, die ich hier aber jetzt nicht wiederholen möchte. Es ist schon hanebüchen, was der Mensch von sich gibt. Dann findest du noch ein Video über die Wolkenschieber, das, was allgemein so zugegeben wird. Dann noch ein Video darüber, wie Kerner sich über Werner Heidnickel und Chemtrails und auch noch andere Dinge lustig macht. Werner Heidnickel ist ein ehemaliger Greenpeace-Aktivist, der heute sagt, das dürfte nicht mehr Greenpeace heißen, sondern nur noch Green, weil sie sich für Peace nicht mehr einsetzen. Wer sich nicht nur über Chemtrails, sondern allgemein über die Klimaforschung und auch die Klimalüge informieren möchte, der kommt an EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie, nicht mehr vorbei. Denn dort sind führende Wissenschaftler, Autoren, die Artikel schreiben, die ganz oft widerlegen, was offiziell publiziert wird. Hier siehst du eine Übersicht der Artikel, die dort gerade aktuell sind. Ich kann nur empfehlen, immer wieder auf die Seite zu schauen oder sie eben über RSS zu abonnieren.